Hallo, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video, heute mit den Highlights vom Einhall-Event. Ein ziemlich kurzes Video, ich hoffe ja beim nächsten Event habe ich mehr Highlights, aber leider hat dieses Event nicht mehr Highlights mitgebracht. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Genau, ich zeige euch den ersten Forschungsdurchbruch des Jahres mit Chaniara, das war der erste für mich. Ich hatte noch ein 12-Kilometer-Ei. Ich zeige euch, wie ich die Sammleraufgabe abgeschlossen habe und dann zeige ich euch noch meine ganzen Gänsesäcke, die ich gefangen habe. Ich habe insgesamt 4 Stück gefangen, bis ich ein gutes hatte, was ich benutzen wollte, um das letzte Video für euch vorzubereiten. Und ja, schreibt mal gerne rein, habt ihr Glück, habt ihr ein 100er Serpifoil oder ein Shiny bekommen? Ich habe sie da nicht bekommen, sonst wäre es halt in diesem Video. Und ja, genau, hier, das ist ja die Einhall-Sammler-Herausforderung. Soweit ich weiß, wenn das schon stimmt, wird es bei der, die übrigens ab morgen 10 Uhr losgeht. Das Video kommt am Montag online. Bei der nächsten Aufgabe müsst ihr ein Krüppuk Skunkapu und ein Krüppuk Schneebedeck finden. Also sucht die Rüpel und findet die Pokémon. Das finde ich natürlich spannender, weil die war ja nach 10 Minuten gefühlt schon fertig. Deswegen, genau, wie gesagt, nicht wirklich viele Highlights. Schreibt gerne rein, wie es bei euch gelaufen ist. Ich hatte kein Shiny. Ansonsten, ja, einige wettergeboostete Genesect gemacht, wie schon in dem PvP-Video gesagt. Ja, kann man die im Duo machen und mit den perfekten Pokémon, die muss man sich aber dann bei Poke-Battler angucken, kann man sogar solo schaffen. Genau, das wäre es dann auch wieder gewesen. Ich zeige euch natürlich nur bei dem besten Genesect die Bewertung, bei dem, die ich gefangen habe. Der Rest war Müll und wird dann in der Rampenlichtstunde zu Funfy verschickt, damit ich da nochmal ein paar Bonbons bekomme. Denn mir fehlen immer noch ein paar Bonbons, aber ich werde dann die nächsten Genesects machen mit den ganzen anderen Typen. Es gibt ja noch Wasser, Elektro, Feuer gibt es ja, das haben wir ja schon, genau. So, dann fangen wir das letzte Genesect. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder, dass ihr dieses Video geguckt habt. War leider sehr kurz. Ich hoffe, wie gesagt, beim nächsten Event, dass es besser wird und dass ich euch vielleicht ein Shiny Barmelin zeigen kann. Das soll ja jetzt ab Dienstag verfügbar sein. Wie gesagt, danke fürs Zusehen. Lasst doch gerne ein Like und einen Kommentar da, wie es bei euch gelaufen ist. Und damit dann auf Wiedersehen, bye bye und bis zum nächsten Mal.